Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ori and the Blind Forest. Tja, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich noch zwei Sachen erledigen. Und dann können wir da unten rechts lang. Es hat geklappt. Jetzt werde ich einfach springen und das Beste hoffen. Ja! Oh! Okay, hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Na dann mal rein. Was erwartet uns denn hier? Ich speichere erstmal. So, also da oben ist ein Gegner. Wenn wir den erledigen, können wir da lang. Frage ist, ob wir das wollen. Wartet mal eben. Bringt uns nicht sonderlich viel, oder? Hm, na gut. Dann hätten wir da noch welche. Aua! Oh, ich hasse dich. Au! Bist nicht nett zu mir. Hä? Was ist das da oben? Seht ihr das? Was mache ich denn da? Ich speichere einfach nochmal. Ja, ja. Ist hier... Tut das weh? Ich glaube nicht. Aber was soll man hier machen? Hm. Okay. Ja, dann mache ich das mal. So weiter, würde ich sagen. Jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht, ob ich diese Dinge töten soll, aber scheinbar nicht. Ah! Okay, die sind ein bisschen nervig, die Viecher. So. Ah. Hey, hier kann ich aber speichern, oder? Haha, sehr schön. Oh. Oh, oh, ich ahne Schlimmes. Okay. Ja. So. Eieiei. Ach du meine Güte. Okay. Au, 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 au. Das war gemein. So, nochmal. Bam, bam, bam. Oh, hä? Wo ist er hin? Ach, da hinten. Er hat sich versteckt. So. Dann speichere ich hier nochmal, jetzt wo ich das weiß. Okay. Ah, da unten rechts ist dann noch so ein blaues Teil. Da müssen wir schön weit oben sein. Damit wir möglichst schnell auf die andere Seite kommen. So. Okay, cool. Das hat ja gut geklappt. Ich speichere hier lieber nochmal. So. Okay. Ich guck mal eben, was hier oben ist. Ist das hier... Aha. Ich weiß, dass ich das kann, aber da ich nicht stehen kann, glaube ich nicht, dass wir hier jetzt langkommen. Wir müssen wohl doch erstmal... Ah! Hier lang und springen, springen, springen. Springen, springen, springen. Springen, springen, springen. So, sehr schön. Au! Springen, 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 springen. Wow. Entschuldigung. Ich bin so übermotiviert bei Ori immer. Ach, du auch noch. Du bist auch noch dabei. Was hast du denn hier zu suchen? Ich brauch dich nicht. Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir den brauchen. Au. Au. Oh. So. Und jetzt darunter. Und jetzt haben wir... Super. Noch einen Lavastrom versiegen lassen. Wunderbar. So. Zum Glück bin ich eben nicht gestorben. Okay, sieht sicher aus, ne? So, das holen wir uns natürlich noch. Sehr schön. Und dann noch links. Na super, jetzt müssen wir auch noch zurück. Ist kein Problem. Hoffe ich. Du schaffst das, Ori, 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 Ori. Seit Ori habe ich auch tatsächlich mehr Lust auf Oreos. Bestimmt ist das ein Deal gewesen zwischen den Machern von dem Spiel und Oreo. Kommt schon, nennt ihn doch Ori. Und dann dachten sie, okay, dann machen wir das halt. Dann kriegen wir aber einen kleinen Bonus. Dann haben sie gesagt, okay, dann kriegt er einen kleinen Bonus von uns. Ist gebongt. So.
Okay, oh. Ja, 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 ja. Aua. Mistkerl, eh. Einmal speichern, bitte. So. Was erwartet uns denn hier? Okay. Und nun? Da ist doch Lava. Hä? Da kann ich doch nicht durch, oder? Das. Ach, da oben. Au! Okay. Ist es möglicherweise so, dass man die töten kann? Nee. Ah, doch, doch, kann man. Aber er soll aufhören zu schießen. Boah. Krass ist das. Wow, krass. Das ist aber nicht einfach. Ich speichere hier direkt nochmal. So, dann können wir ja jetzt... Wow, ja, okay. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Können wir ja schön von hier aus erledigen. So. Okay. Hä? Hier oder was? Aber was bringt das? Ach, der ist wieder da, da unten. Müssen wir hier doch was anderes machen? Gute Frage. Ja, nee, ich dachte, vielleicht treibt das noch... Oh, okay. Au! Au, 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 au! Au. Das lief ja nicht so gut. Oder vielleicht so? Ja, cool, okay. Au, Mann, das ging aber wirklich schnell eben. Okay. Was soll mir das sagen? Ich will, dass es weiter nach oben kommt. Ne? Damit ich, ich muss nur mal die richtige Richtung treffen. So, jetzt ist es eins höher. Ah, oder wir müssen es dorthin bringen, damit es nach oben geschleudert wird? Bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall kommen wir jetzt nach oben, weil der Weg da frei ist. Okay, okay. Ich glaube, ich verstehe. Dann sollten wir aber erstmal hier rüberziehen. Ich glaube, sonst hauen wir uns selbst in den Tod. Ups, das wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht. Oh, nicht! Nicht da reinrollen. Nein! Mato, bleib hier. Ich speichere hier nochmal. So. Gib mir die Kugel. Yeah. Warte! Gott! Ja, ich habe ja jetzt keine andere Wahl. Ich muss es ja jetzt von hier aus machen. Also, stell dich nicht so an, Nessie. Stell dich nicht so an. Jetzt geh halt schnell rüber und... Yeah. Oh Mann. Also, nochmal. Das ist ja wohl möglich, ja. Ich pack den erstmal darüber. So. Und jetzt packe ich den dahin. Wow, das war echt knapp eben. Aber jetzt kann ich den hier hinziehen. Und wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, kriege ich den eigentlich da hoch, glaube ich. Ich hoffe, meine Kraft reicht aus dafür. Aber ich glaube, der Winkel muss ein bisschen krasser sein noch. Ist so ein bisschen gruselig aber auch. Weil ich will ja nicht in die Lava reinkommen. Scheiße. Meint ihr, das geht wirklich? Ah, vielleicht, wenn man zweimal macht, ne? Geht ja eigentlich auch, oder? Also, ich mach einmal... Jetzt bin ich tot, das war so klar. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wartet mal, ich mach mal... Okay, ich glaube, das war schon der richtige Ansatz. Ich muss es jetzt nur noch korrekt umsetzen. Yay! Was bringt das?
Das merke ich jetzt erst, dass das sinnlos ist. Ich will ihn doch auf die Plattform. Ein Dofus. Ein wilder Dofus ist erschienen. Oh, shit. Okay, klar. Das darf ich nicht machen. Aber was soll ich sonst machen? Ja, nein! Oh. Ich mache aber auch eine Scheiße. Sorry. Ich verzweifle hier, das gibt's doch einfach nicht. Jetzt! Ja, mein Gott! Ja! Ja! Okay, wartet kurz. So, er ist hier drauf. Ach so! Nee, 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 das ist es mir nicht wert. Also ich mach mir jetzt nicht extra... Halt, 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 du bleibst schön hier, mein Lieber. Ich mach mir jetzt nicht extra... Ah! Oh, das war knapp. So, jetzt aber. Jetzt kannst du ihn dahin tun. Hä? Wie komme ich aber jetzt durch? ach, ich muss ihn doch nach oben tun. Ja klar, ich doofi, ey. Oh Mann. Ich so, nee, das riskiere ich jetzt nicht. Blablabla. Nein, 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 nein. Bleibst du wohl hier. Ey, wenn du mir jetzt noch abhanden kommst, dann kriege ich eine Riesenkrise. Oh Mann, und hier kann ich nicht speichern. Bleib so bei. Nein! Ach, komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Ich hasse diese Kugel. Ich hasse diese Kugel so, so sehr. Ja, 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 ja. Okay. 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 Kugel. Kugel. So. Nein! Ja! Finally! Oh mein Gott. Es war eine so schwere Geburt. Ich glaube, die schwerste neben dem, neben der Sache mit den beiden Plattformen. Das war noch schlimmer. Aber sonst wird das von nichts getoppt. No! Ach so, okay. Ich dachte schon, ich muss die Kugel noch hierher bringen, ey. Boah. Tada! Das ist aber eine verheißungsvolle Musik. Es ist gespeichert worden. Oh! Ah! Tschüssi! Adieu! Wow, okay. Ah ja, da unten. Ach, nicht du! Nicht du! Ach, scheiße. Aber ist hier irgendwas Sinnvolles? Ich sehe hier gerade irgendwie nichts Sinnvolles. Ich hole hier mal das hier, weil ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit haben werden, um das andere zu holen. Hä? Ach, da unten links geht's jetzt auch lang. Ach so, hier war nur... um nette Dinge zu besorgen. Das ist ja schön. So. Tappa, bam. Ich speichere hier lieber nochmal. Okay. Aber es kann natürlich sein, dass auch das hier nur ist, um nette Sachen zu besorgen. Schießwütige Typis? What? Ah, okay. Das ist ein Kampf. Au.
Na? Oder muss ich die da oben erledigen? Oder wie darf ich das verstehen? Huch! Es geht jetzt schon weiter plötzlich, okay. Na, dann speichere ich hier nochmal. Sieht eigentlich aus, als wäre es hier sehr begrenzt. Ah, was ist das? Ich habe hier keine Map. Okay. Es ist mega dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Soll ich hier hoch oder wie? Oh, oh. Das Element der Wärme ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wiederhergestellt sind, können wir die Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Oh. Oh oh. Spiel gespeichert! Nein! Okay, ich renne einfach mal drauf los. Wow! Krass! Au! Wow! Darf ich speichern? Nein. Das wäre auch... Und... Au! Wieso ist das passiert? War ich zu langsam? Oder gab es einen spezielleren Grund? Nein! Upsi, irgendwie bin ich abgerutscht. Okay. So. Diesmal hat es aber geklappt. Okay. Auch hier geht's nicht. Nee, 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 nee. Keine Seelenverbindungen. Ja, ich muss einfach schnell sein. Ah! Gott. Wow. Sie hat sie dem Feuer überlassen, hatte gedacht, mein Licht würde erlöschen. Bitte steh auf. Der Geisterbaum, so nah. Er ist unsere letzte Hoffnung. Okay, ich kann auch nur laufen gerade, also nicht springen und nix. Der Geisterbaum ist nah, nur ein Schritt ist noch zu tun. Der Wald von Nibel wird wieder leben. Ich bewege jetzt sie. Oh, hoffentlich ist Ori nicht tot.
Liebe. Ich hatte eben die mega krasse Gänsehaut, ey. Wow. Das sind ja ganz viele Oris. Oh, aber der ist wirklich gestorben. Oh nein. Ich dachte, er würde wieder aufwachen. Oh, das Ei. Jetzt kümmert sie sich um das Ei. Ja. Das war aber ein schönes, trauriges Ende. Tja, ich hätte echt nicht gedacht, dass Ori wirklich stirbt. Ich hätte gedacht, er würde vielleicht wieder aufwachen. Oh Mann, Entschuldigung. Oh, mich nimmt das immer ein bisschen zu sehr mit am Ende, wenn die Hauptcharaktere sterben. Oh, okay. Ah, ganz ruhig bleiben. Ist alles gut. Ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Ja, was soll ich sagen? Naja, vielleicht war es halt nicht nur ein Spiel. Also, Ori and the Blind Forest war wirklich, muss ich sagen, eines der besten Jump'n'Run, die ich je gespielt habe, würde ich sagen. Also auf jeden Fall das Allerschönste. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Jump'n'Run gespielt hätte, das so wunderschöne Grafik hat. Und eigentlich hat auch alles gut gepasst. Also das Gameplay hat immer gut funktioniert. Es gab fast nie unfaire Stellen. Man brauchte halt ein bisschen Skill, musste man sich antrainieren. Aber das hat man ja auch hinbekommen. Also die Lernkurve war total in Ordnung bei Ori. Oh, mein Gott. Ori ist tot. Oh, nein, er ist am Leben. Er und viele andere Oris sind dafür am Leben. Genau. Er hat sich geopfert, damit alles wieder am Leben ist. Das ist so süß, dass Naru sich jetzt um das Baby kümmern wird. Voll die Ersatzmama. ja, was kann ich noch sagen? Auch die Musik war der Hammer. Also in den Zwischensequenzen, wenn die Musik gespielt hat, wow. Das hat einen dann so richtig, wow, gefesselt, mitgenommen. Man hat Gänsehaut gekriegt und ja, also Musik ist ja auch immer ein wichtiger Faktor, damit einen das Ganze auch wirklich emotional berührt. Und hier haben sie das voll und ganz geschafft. Musik, Grafik, Gameplay, die Story, die ja eigentlich
so klein war. Also das war ja gar nicht so viel Story, aber trotzdem, man hat total mitgefühlt. Man war voll drin in der Story. Es war wirklich wundervoll. Und ich danke euch, dass ihr mit dabei gewesen wart. Ja, und ich kann euch nur empfehlen, das auch nochmal selber zu spielen. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Weil das Jump'n'Run ist super cool gemacht, ehrlich. Ich glaube, sonst so gute Jump'n'Run, also mal abgesehen jetzt von Super Mario World und vielleicht Super Mario 3 damals. So 2D-Jump'n'Run würde ich sonst nur sagen, sind die Rayman-Spiele so gut. Genau, die, vor allem die beiden neuesten, die fand ich ja richtig geil. Rayman Legends und Origins, glaube ich, oder? Heißen die so? Ich glaube, die heißen so. Auf jeden Fall waren die beiden echt richtig geil. Die kann ich auch noch empfehlen, aber die haben natürlich jetzt keine geile Story oder so wie jetzt Ori, wo man wirklich so denkt, oh Mann, ich muss das jetzt schaffen, weil ich muss wissen, was am Ende passiert. Nee, das ist da nicht so. Da geht es mehr um Spaß, ne, bei Rayman. Aber die sind halt auch vom Gameplay super und von der Grafik und Musik und so. Ja. Sonst 2D. Stimmt, vergesse ich jetzt gerade irgendein wichtiges, aber ich würde sagen, also die letzten großartigen Plattformer, die ich gespielt habe, waren die beiden Rayman, ja. Und jetzt halt Ori. Richtig geil. Ja, Production Babies. Heißt das, die sind zur Welt gekommen, während das Spiel entwickelt wurde? Das fände ich ziemlich geil. Das ist ja süß. Bei uns bei der Arbeit hat auch gerade eine Kollegin ein Baby gekriegt. Voll niedlich. Tja. So sieht's aus, meine Lieben. Nun ist es zu Ende. Es hat sich wirklich sehr gelohnt. Das ist ein Spiel, bei dem sich jeder einzelne Euro gelohnt hat. Wirklich. Kommt jetzt noch was? Kommt noch eine Überraschung? Das ist gemein. Er lebt doch gar nicht mehr. Tut doch nicht so, oder? Ah, Fanart Contest. Ich kann mich erinnern. Ist da nicht Asu Zweite geworden? Von Asu Rocks? Ich folge ihren Tumblr und ich meine, sie wäre Zweite geworden, bin mir aber nicht ganz sicher. Na gut, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, dass wir uns dann in einem anderen, hoffentlich auch sehr schönen Let's Play-Projekt wiedersehen werden. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.